Okay, dann begrüßen wir die, unsere Gäste und die Herren, Damen und Herren der Presse. Wir sind nur Herren heute hier zu unserer kleinen Pressekonferenz nach dem Spiel gegen die Wild Wings. Erstmal Glückwunsch an Stefan Meyer zum Sieg und du hast das erste Wort. Ja, ich glaube, im Großen und Ganzen, wenn man sich das ganze Spielverlauf anschaut, geht der Sieg in Ordnung. Wir haben uns das Leben ein bisschen selbst ein bisschen schwierig gemacht. In der zweiten Drittel hatte Bremerhaven eine Rückphase, wo wir große Probleme hatten und auch mit dem Lattentreffer, aber dann im dritten Drittel haben wir auch einmal die Latte getroffen. Mit dem Lattentreffer haben wir Glück gehabt, aber am Ende, im letzten Drittel, glaube ich, haben wir sehr wenig vom Schlotter aus zugelassen an Schüsse. Martinovic hat gut gehalten. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, geht der Sieg für mich schon in Ordnung. Okay, gibt es Fragen an unseren Gästen? Vielleicht ein Wort zu Matt McKay, der heute spielen durfte, auch das entscheidende 3:1 gemacht hat. Wie bewerten Sie seine Leistung? Ja, ich meine, für ihn war es eine schwierige Phase jetzt, weil er noch kein Spiel gemacht hat. Er war natürlich voll motiviert und hat heute ein sehr wichtiges Unterzahl-Tor geschossen, auch schon zuerst Unterzahl gut und hart gearbeitet. Er gibt uns natürlich jetzt mehr Optionen in der Mitte, weil wir jetzt momentan ja auch Slayer draußen haben, weil er gesperrt ist. Und da hatten wir heute schon ein bisschen eine Notsituation, insbesondere Centerposition, und ich glaube, er hat seinen Job sehr gut gemacht heute. Alles klar? Okay, danke, Mike. Guten Abend. Von meiner Sicht, ich meine, Schwenningen ist eine sehr gute Mannschaft. Sie stehen sehr kompakt in einzigen Drittel. Wir haben unsere Chancen im ersten Drittel waren vielleicht wenig, aber wir haben ein paar Top-Chancen gehabt und nicht ausgenutzt. Und es war relativ ausgeglichen, finde ich. Beide Mannschaften haben sehr gute Phasen gehabt und ich glaube zum Schluss, am Großen und Ganzen, wir haben ein 5 Minuten Powerplay zum Schluss gehabt und das nicht ausgenutzt. Wir waren nicht scharf genug und haben die Zweikämpfe verloren. Und ich meine, die Jungs haben sehr hart gearbeitet die letzten 5 Tage. Wir haben 3 Spieler gehabt und der letzte war sehr emotionell. Aber am Ende des Tages, gute Mannschaften finden einen Weg zum Gewinnen und heute das war nicht der Fall bei uns. Die beiden Spieldauerstrafen, die erste, der hat sich ja sehr beschwert. Er meinte, glaube ich, dass Schlager war es, ne? Den Kopf so tief hatte und er gar nicht so unschuldig war im Rundstock. Ganz ehrlich, ich habe das nicht gesehen. Ja. Kein Blut war am Eis. Ja. Aber ja, über das Schiri will ich nicht reden. Ich versuche es trotzdem. Hast du die zweite große Strafe als Konzessionsentscheidung empfunden oder war die auch fast vor deiner Nase? Ja, das habe ich auch nicht gesehen, weil von diesem Winkel, beide waren auf der gleichen Stelle. Ja. Für mich, beide Mannschaften haben 5 Minuten Powerplay gekriegt und Schwenningen hat die Möglichkeit benutzt und wir haben es nicht benutzt. Hat der Gästecoach eine Meinung zu den beiden Szenen? Ja, es war für mich auch ähnlich. Also beim ersten, es hat zwar kein Blut gegeben, aber er hat einen Cut bekommen. Wie er den bekommen hat, sicher, also ob das jetzt unglücklich war oder nicht. Mhm. Die Frage ist wirklich, ob der die zweiten 5 Minuten gegeben worden wären, wenn die ersten nicht schon. Also es war schon ein bisschen, also 2 Minuten kann man geben. Aber wie gesagt, ich habe es auch die zweite nicht so genau gesehen, weil der Verteidiger ist Richtung Mann gefahren. Ob er jetzt Ellbogen oder was da war, effektiv habe ich wirklich nicht so genau nicht gesehen. Und am Ende muss man sagen, ja, wenigstens gibt es dadurch keine Polemik, dass das eine oder das andere spielentscheidend war, weil am Ende es war 2:1 und 5 Minuten vor Schluss, 5 Minuten Powerplay ist sicher für die Heimmannschaft sehr schwierig für uns gewesen, das zu killen. Und Mike, war dir da vielleicht ein bisschen zu hastig in diesem, wie der Coach schon sagt, du hast 6 Minuten vor Schluss, 5:55, 5 Minuten Überzahl, die letzte Minute wirst du auch Druck machen, wenn du es schaffst, 5 Minuten Druck zu machen. Wolltet ihr da zu früh das Tor? Sorry, das habe ich nicht mitgekriegt. Seid ihr die 5 Minuten Überzahl zu hektisch angegangen vielleicht? Nein, ich meine im Großen und Ganzen, wir haben das gut gekillt, finde ich. Das Gegentor war eigentlich ein kleiner Fehler vor unser Tor. Wir sagen immer Sticks high, wir müssen den Schläger von unseren Gegnern unter Kontrolle haben.
Und ja, aber 5 Minuten Powerplay zu killen, in Minderheit zu spielen, das ist nie leicht. Und ich glaube, die erste, 2 Minuten am Ende des zweiten Drittes haben wir gut gekillt und dann rausgekommen und eigentlich die erste Minute, glaube ich, auch gut gekillt. Und es ist immer, wenn du ständig unter Druck bist, ist es nur, ich sage nicht die Frage der Zeit, weil wir haben ein bisschen gut gestanden. Aber wie gesagt, sie haben die Scheiben sehr, sehr schnell bewegt, sie haben die Scheiben laufen lassen und das war eigentlich ein gutes Tor. Ich meinte aber auch eigentlich eher eure 5 Minuten Chance, das Gegenteil fiel schon nach einer Minute. Ach so, das, ja, das, leider, wir waren nicht scharf genug. Müdigkeit, ich will keinen Ausrede geben, ganz ehrlich. Ich meine, wir haben eine super, super Möglichkeit gehabt zum Schluss. Nicht nur 2-2 zu schießen, vielleicht 3-2 sogar und die Partie gewinnen. So für mich, ich bin sehr enttäuscht, weil am Ende des Tages, wenn es wichtig geworden ist, wir haben es nicht geschafft. Unser Ziel war nicht heute zum Verlieren. Wir wollten unbedingt gewinnen und das war eine super Möglichkeit. Okay, wenn ihr keine Fragen mehr habt, okay, dann müssen wir, sage ich euch, wir müssen heute jetzt versuchen, am Freitag zu gewinnen gegen Grimmitschau. Und dann wünschen wir unseren Gästen aus Schwenningen jetzt eine gute Heimfahrt und euch wünsche ich noch eine schöne Restwoche. Danke.